Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, heute eine kleinere Folge, einfach mal so. Ich will einfach mal ein paar Kilo Gewicht zunehmen, deswegen werde ich mich auch nicht großartig bewegen. Ich habe hier in der Hütte zufälligerweise MREs gefunden, die ganz zufälligerweise in der Luft schweben und ineinander liegen ohne Ende. Na gut, so, ich nehme die mal mit. Oh, passen sogar alle in meine Tasche. Gut, und ja, werde die heute mit euch verspeisen. Ganz gemütlich und mich eigentlich mal nicht bewegen. Ne? Also ich habe gerade schon zwei gegessen. Das ist bei 102. Und ja, wir können ja einfach mal quatschen. Denn es gibt ja auch wieder einige Probleme auf dem Server. Es gibt Streit zwischen einer Gruppierung und einer anderen. Ne? Ich sage jetzt mal keine Namen, auch wenn ihr es genau wisst, wie ich meine. Warum habe ich denn eigentlich schon wieder Regen? Wir können auch draußen essen, ne? Ist ja viel schöner und heller. Steh mal auf. Ich will mich nur nicht so viel bewegen. Und den Sonnenuntergang, ich weiß es gar nicht, bewundern. So. Dann werden wir erstmal den Zombie. Noch einer. Ich denke mal, die Sonne kommt gleich raus. Dann werden wir so richtig schön auf der Wiese sitzen. Und Camping machen. Wir haben ja noch viel zu trinken auf jeden Fall. So. Also es gibt Stress wegen ja, verschiedene Delikte. Die einen halten sich nicht an die Regeln und machen Unsinn. Die anderen sind damit unzufrieden und dann gibt das Rache. Also ihr wisst schon, was ich meine. Da unten läuft ein Schweinchen und weg ist das Schweinchen. Und ja, das führte dazu, dass sich ja, zwei Fraktionen hier so richtig dolle gefetzt haben und leider auch oft Unschuldige dazwischen gekommen sind, zwischen den Fronten und auch getötet worden sind und den Server dann verlassen haben. Oh, das Flugzeug ist bei mir in Real Life. Ich habe mich schon gewundert. Seit wann fliegen hier Flugzeuge? So, und ja, ich habe ein bisschen mit einem Opa, mit einem Kinnick gequatscht darüber. Dann bin ich auch in den Fraktionen, in den Chat gegangen, habe auch mit denen gequatscht. Und erstmal versuchen wir das Ganze so in Ruhe zu lösen. Ne? Wir müssen nicht gleich immer der Bannhammer fliegen. Warum auch, ne? So, also hoffe ich, dass das jetzt in Zukunft ein bisschen besser läuft. Aktuell bin ich ja auf der Fortbildung. Ich habe sehr wenig Zeit, deswegen ist die Folge wahrscheinlich auch heute etwas kürzer. Wir können ja mal gucken, wo wir nachher hinlaufen. So Richtung nach Hause wäre mal wieder schön. Wir können ja zum Beispiel nochmal den Airport looten. Ne? Den habe ich schon so oft gelootet, das ist ja schon langweilig. Ne? Viel bewegen sollte man sich nicht, wenn man viel zunehmen will. Das ist ja das Doofe. Guck mal, ich habe doch ein Magazin für den. Warum mache ich das noch nicht rein? Zack. Ich weiß gerade aktuell nicht, wie spät es ist. Wir können ja mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Die Uhr, falls ihr euch fragt, wie man die bekommt, das ist, müsst ihr das Supporter-Pack kaufen, dann kriegt ihr automatisch die Uhr. So, wir haben 6.14 Uhr morgens. Also die Sonne geht auf jeden Fall auf. Ich habe keinen Schirm mehr. Klar, wir haben 18.28 Uhr. Der Server ist dann neu gestartet. Haha. So, perfektes Timing. Was will ich hier machen? Was sagt der Stoffwechsel? Zucker ist immer noch sehr hoch. Essen geht gerade wieder ein bisschen runter. Und ich will alle MAEs essen. Und natürlich dabei immer auf das Körpergewicht achten. Wir haben 3,1 Kilo mehr auf den Rippen, aber das liegt aber auch daran, dass das Essen ja im Körper noch gerade verwertet wird. Ne? Das ist ja einfach so. Enter. Das, ja, das ist ja bestimmt voll anstrengend, sich so zu bewegen. Ich gehe mal grob Richtung Airfield, damit ich mich ein bisschen bewege. Ich kann nicht einfach nur hier rumstehen. Oh, was ist das denn? Das dürft ihr nicht sehen. Huhu. Nein, das ist ja klar, dass ich mir die MAEs hergezaubert habe. Ne? Gut, wie gesagt, Lehrgang, wenig Zeit. Von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags geht da der Kurs. Moin Tim. Cool. Ja, es ist keine wirkliche Fortbildung, finde ich. Was man so erwarten würde von einer Fortbildung, was wir früher immer so hatten als Rettungsassistenten. Als Notfallsanitäter haben wir am Donnerstag sogar eine Prüfung. Ne? Und wenn wir die nicht bestehen, weiß keiner, was mit einem passiert. Die können unsere Urkunde nicht wegnehmen und die können sich weniger Geld bezahlen, die Arbeitgeber. Das ist halt ziemlich seltsam, ne? Warum wir eine Prüfung jetzt kriegen, obwohl wir vor kurzem ja noch alle diese Notfallsanitäter das Examen dafür gemacht haben. Ne? Also es ist schon sehr, sehr seltsam. Also wir regen uns auch ein bisschen darüber auf. Ein richtiges schriftlicher Test mit 50 Fragen und ein Fallbeispiel, wo wir zeigen müssen, dass wir unseren Job können. Und ich finde das eigentlich eine Sauerei und ein bisschen dämlich einfach. Ne? Warum? Ich musste dafür doch eine Prüfung schon machen. Na, aber von Voodoo Panz, guck mal, der ist auch noch da. Warum muss ich eine Prüfung nach der Prüfung machen? Das regt uns alle auf. Da haben wir heute ein bisschen den schriftlichen Test durchgesprochen. Da ist so eine
Ja, ich weiß nicht, ob das eine Antwort oder eine Frage ist halt in den Tests. Das sagen sie es natürlich nicht, ne? Aber die Durchlaufmenge von einer Venenverweilkanüle zum Beispiel, das ist das, was wir uns da in die Hand stecken oder in der Elle, also in den Ellbeuge, da mit dem Schlauch, dass da Sachen gespritzt werden können, ne? Also Vego. Wie viel Milliliter in der Minute laufen durch die blaue? Die G22. Da wusste keiner von uns spontan eine Antwort, ne? Es sind 36 Milliliter die Minute. Ne, das werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Und wenn das eine Frage im Test ist, dann habe ich ja schon mal einen Punkt. Ne? Ich muss ja nur die Hälfte richtig haben. So, aber ist schon Wahnsinn. Also warum man so viel Schikanen einbauen muss. Ne, wir haben als Rettungsdienst sowieso ja schon eine psychische Belastung im Arbeitsbereich. Sag ich mal, die ganzen Unfälle, Tote und ach, was wir alles da erleben müssen. Familienstreiten, Morde habe ich schon erlebt. Selbstmord habe ich schon, da habe ich sogar gefunden. Und was ich alles ertragen muss. Und dann tun sie dich noch mit so Tests und sowas und Zertifikationswiederholung oder besser Rezertifizierung quälen. Ne? Gut ist es, dass darauf geachtet wird, dass natürlich nicht jeder Hampelmann so einen Job ausüben kann, so der zum Beispiel, wie hier so verpeilt ist. Nein, Quatsch. Aber es ist halt sehr, sehr Schikane. Es gibt, glaube ich, keinen Beruf auf der Welt, wo du eine Prüfung machst und dann musst du nochmal eine Prüfung machen und nochmal eine Prüfung machen und dann musst du nochmal eine Prüfung machen. Einfach so, damit du deinen Beruf ausüben darfst. Es ist echt merkwürdig. Wenn ich jetzt Metzger mir eine Stelle besorgen würde, würde ich einfach Metzger sein, weil ich das gelernt hatte 1999 bis 2002. Ich musste keine Prüfung dafür wiederholen oder machen. Ich bin und bleib für immer und ewig Metzger. Ist irgendwie witzig, ne? Obwohl ich das gar nicht mehr könnte, wahrscheinlich so gut. Erstmal einen Fuß alkoholfrei trinken. So. Ja, aber trotzdem komisch, abends nach Hause zu kommen oder nachmittags nach Hause zu kommen von der Arbeit. Dann ist es 18.31 Uhr, nehme die Folge für Dienstag auf. Heute ist ja Montag, heute ist wieder Walking Dead Time. Freue ich mich schon, da muss ich ein bisschen länger wach bleiben. Und dann kann ich schon The Walking Dead gucken, die neueste Folge. Dann gucke ich auch immer Little Sheldon und The Middle, die neuen Folgen. Das gucke ich auch sehr gerne, nochmal so nebenbei. Ich muss ja irgendwas erzählen, mir fällt nichts an, ich habe 0 Fame Points, yeah. So, jetzt können wir mal was essen, ne? Das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck dieser Folge. Wir haben nämlich jetzt... Oh, 62. So. Ich habe mich für den Cheeseburger entschlossen. Der hört sich einfach an Ungesundesten an. So. Was sagt das Körpergewicht, die? 93,9. Also das scheint schnell zu gehen. Wenn man sich gar nicht bewegt, natürlich besser, denn wir sehen ja Kalorienbalance etc. pp. Ach, was sind noch für Fragen? Was für so ja, Tipps sind es ja nicht. Was so in den Unterrichten so erzählt wurde, welche Rezeptoren von ASS blockiert werden oder besser gesagt, ich weiß das schon gar nicht mehr. Also wir müssen natürlich wissen, wie ein Medikament funktioniert. Ich weiß, dass ASS, also Aspirin oder Acetylacetylsäure oder Stein ist was anderes, Acetylsäure, ein Thrombozytenaggregationshemmer ist, das weiß ich. Und dass damit die Thrombozyten gehemmt werden, Klümpchen zu bilden, dann blutet man halt mehr, ne? Aber das ist halt gut, ne? Wenn man zum Beispiel einen Herzinfarkt hat, damit dann nicht noch mehr Engstellen entstehen oder die Engstelle vielleicht ein bisschen, ja, befreit werden könnte. Oder so, ne? Also nicht noch enger wird. Also ich darf da keinen Unsinn erzählen. Aber warum soll ich denn wissen, welche Enzyme wir jetzt... Vor allem habe ich die Prüfung schon längst bestanden. Warum soll ich denn jetzt nochmal das wissen? Für eine Schule wusste ich das früher alles, aber das vergisst du doch immer, solche extremen Prozesse, ne? Die jetzt im Körper passieren, ne? Oder meint ihr, der Notfallsanitäter muss exakt wissen, welches Medikament der gibt, weiß der Notfallsanitäter, der kennt die Medikamente alle, aber wie die auf Zellebene wirken, wie die ganzen Zellen dann oder Rezeptoren heißen, ne? Schwierig, ne? Zum Beispiel... Fenistil, das kennt ihr alle, das haben wir aber auch für eine IV-Gabe, ne? Ein H1-Blocker, also der tut das, den Rezeptor H1 blockieren, dann kann der Fremdstoff da nicht mehr blockieren, dran, und die allergische Reaktion kann damit eingedämmt werden, zum Beispiel, ne? Das ist also sehr interessant, sowas, aber ist das so wichtig? Ich weiß doch, wofür es gut ist. Was ich noch wissen muss, was aber auch einen Sinn macht, das weiß ich auch, Kontraindikation, also wann darf man das nicht geben, ne? Zum Beispiel bei einer schwangeren Frau, die darf ja fast gar nichts geben. Kinder ab 6 Jahre oder unter so und so viel Kilo. Unter 6 Jahre meine ich. Und das sind ja alles Sachen, die musst du definitiv wissen. Weil das ist genau das, was das Wichtige daran ist. Indikation, also wann und
Kontraindikation dann nicht. Ja, aber das wissen wir alles schon eigentlich. Da ist jetzt kein Geheimnis mehr bei. Was soll man machen, ne? Morgen haben wir den ganzen Tag Pharmakologie. Das ist die Kunde der Medikamente. Das ist, das von den Medikamenten, die wir alle kennen. Wir sind alle Notfallsanitäter, die da sitzen. Ich verstehe das alles einfach nicht. Heute haben wir theoretische Fallbeispiele durchsprochen. Wir alle haben jahrelang schon Rettungsdiensterfahrung und müssen da sitzen und erklären, welche Symptome bei welche Erkrankungen jetzt kommen und so. Das ist einfach komisch. Ich will mich darüber auch nicht beschweren. Ist besser als malochen gehen, ein bisschen in der Schule rumgammeln, ne? Warum auch nicht. Und ein paar netten Leuten da mal sitzen, die man schon von anderen Lehrgängen kennt oder gar nicht oder neu kennenlernt. So, gut, jetzt genug dafür. Ist halt mein Problem, ne? Und deswegen kann ich die Woche auch sehr wenig Videos machen. Also ich komme immer so gegen 18 Uhr nach Hause und da versuche ich noch ein, zwei Videos von irgendwas zu machen, damit ein bisschen Inhalt kommt. Und Donnerstag ist ja schon diese doofe Prüfung. Da komme ich wahrscheinlich auch ein bisschen früher nach Hause, werde wahrscheinlich heulen, weil ich durchfalle oder so, weil ich nicht weiß, welcher Rezeptor oder welches Enzym an welchen, egal wo, andockt. Aber ja, mal schauen, ich werde euch natürlich berichten. Mir kann aber nichts passieren, also ich werde nicht arbeitslos dadurch. Ich verstehe den ganzen Hintergrund nur nicht. So, jetzt habe ich ja schon 10 Minuten voll gequatscht. Das geht mir so durch den Kopf, ne? Was willst du machen? Da läuft meine Nase auf einmal wieder. Kommst nach Hause, Frau schon wieder abgehauen, jetzt sind sie schwimmen, bin ich auch ganz alleine. Kann ich immer meine Frau meckern? Oder mit meiner Frau zusammen meckern, mache ich natürlich. Ne, meine Frau will ich ja gar nicht ausmeckern. So. Was sagt der Hunger? Oh. Da passt du mal wieder in MRE rein. In Deutschland ist das also den E-Pass, nicht MRE. Scheint mir, ne, schrie ich immer dasselbe. Wir haben 94,4, aber das ist ja alles die Masse, die wir auch essen. Ich muss mal Dünndarm, hat mir einer geschrieben, 81% ist Durchfall. Ist das der Dünndarm oder ist das hier? Da steht ja nur Darmvolumen, Dickdarm. Blasen, das hätten sie ein bisschen kleiner schreiben sollen, wäre vielleicht ein bisschen heller gewesen. So. Vielleicht ist das in Englisch ja kürzer, ne? Dick. Was heißt dick in Englisch? Fett. Und Darm weiß ich nicht. Fettdarm. Thin-Darm und Fettdarm. So. Ich sag euch das. Das ist alles immer eine. Einfach so Schikanen im Leben, ne? Dabei mache ich meinen Job doch einfach ganz gut eigentlich. Ne? Ich glaube, ich habe noch keinen groß enttäuscht. Aber was soll man machen da? Die Nation will das. Ein Arzt zum Beispiel, der studiert, der legt seine Dings da ab. Das heißt ja nicht Prüfung, das ist ja irgendwie anders. Und danach muss der nie wieder, außer er macht natürlich Fortbildung oder sowas, oder andere Fachrichtungen, nie wieder eine Prüfung machen. Ne? Ja. Wenn er seine Lizenz des Medikus nicht verliert, dann bleibt er für immer und ewig Arzt. So wie ich Metzger zum Beispiel. Na gut, ich bin dann ein Metzger. Dann kann ich auch 10-mal durchfallen. Ja. Ich glaube, das ist einfach der Stress, den ich mir selber mache. Einfach der Stress, den ich mir selber mache, weil man will ja auch einen eigenen Anspruch stellen an sich, das zu schaffen. Und das einfach für einen persönlich peinlich ist, wenn man das nicht schafft. Man verliert ja nichts, ne? Aber das ist halt traurig. Verschwindete? Ich hatte erst eine Erkältung. Ach so. Naja. Ich hab den Regen nicht bestellt. So klar. War aber in letzter Zeit immer schönes Wetter bei uns, ne? Boah, cool, das aussieht, ne? Den Blitzen. Das Spiel hat schon was auf dem Kasten, ne? Auch wenn es nach jedem Patch irgendwie... Hier ist Schnee. Ja, beim Schneebium gibt es keinen Regen. Auch wenn es nach jedem Patch mehr Bugs gibt. Das habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Heute kein Kommentar des Tages, waren zwar ein paar schöne dabei, aber wie gesagt, ich habe heute irgendwie so ein bisschen Zeitdruck. Wollte das einfach nur ein bisschen schnell machen. Kurzes kleines Völklein, damit ihr die Woche auch etwas von mir unterhalten bleibt. Und meine Arbeit macht morgen eine schöne Felddienst-Brauereibericht-Besichtigung. Ich kann nicht mit meiner Wachabteilung mit. Ist das nicht gemein? Oder vertrinke ich gerade einen Felddienst? Alkoholfrei. So, was sagt mein Hunger denn? Nee.
Schon komisch. Den ganzen Tag schönes Wetter, dann kommt Tim und find ich auch. Ich würde ja jetzt wieder den Opa erwähnen, ne? Aber der ist schon genervt davon, dass ich immer sage, der schimpft, wenn ich ein Auto spawne oder so. Das hat mit dem Opa nichts zu tun. Okay. Rückwärtslauf. Ne, das ist so anstrengend, dann verliert er zu viel Gewicht. 94,4. Oh, hallo Ben. Hallo Papa. Ich bin gerade ein Video am Machen. Du musst Hallo sagen. Ja. Hallo. So. Warst du schwimmen? Hör auf. So. Gut, der Ben, der guckt jetzt nicht zu. Keine Sorge, das ist ja kein Spiel für den Ben. Was? Finde ich auch. Ja, Tim. Da ist was dran. Willst du uns verarschen? Wer soll den Regen denn sonst bestellen? Naja, der gehört zu mir. So, aber der geht gerade weg, der Regen. Ich weiß, das Tröpfeln wird leiser. Und der eine Mech wird mich erschießen. Was weiß er denn da? Ach, das Licht von Mech. So, ganz entspannt bleiben. Die Textur aber auch hässlich aus, nur aus der Ferne. Gibt ja die vier Hallen da hinten, die sind ja 100 Milliarden mal einfacher zu durchsuchen. Obwohl die jetzt ja auch nicht wirklich so der Trick sind hier, ne? Dann kommst du eigentlich ganz gut hin. Ja, geh weiter. Ich weiß, ich kenne ja eure Routen schon. Ihr blöden Mechs. Das ist aber zeitlich ja ziemlich doof, weil der wird genau zurückkommen, wenn ich da hinrenne. Ich hoffe, der hört mich nicht. Target engaged. Das haben manche schon als Klingelton auf ihr Handy, ey. Nur wegen mir. Geschafft. Kein Sniper, der auf mich schießt. Und ich durchsuche. Ich durchsuche diese Halle. Und bekomme tatsächlich AK-Munition, was ich sehr feier. Und K98, das feiere ich nicht. So, weiter geht's. Ich kann mich einfach nicht faul auf die Couch sitzen und nur essen. Das ist so langweilig im Spiel. Schnell ein MAE essen. Nicht, dass wir hier vom Fleisch fallen. Und ich werde diesmal versuchen, auch wirklich, wirklich fett zu werden. Weniger bewegen. Was ich schon jetzt nicht mache, wie immer. Will ich nicht. Ist nicht. Schöner Hut. Nein, ich muss überlegen, den Hut zu nehmen, aber will ich auch nicht. Harter Hut. Sollen wir den tauschen? Ich mag harte Hüte mehr. So. Was haben wir überhaupt dafür eine schwarze Jacke an? Kippenschachteln. Ah, ich habe nur so viele Aufgaben eigentlich, die ich lösen will. 87. Sollen wir vielleicht mal dringend AA machen? Da verlieren wir zwar Körpergewicht wieder, aber nicht, dass der Darm irgendwie zu voll wird. Mal gucken, ob ich die 100 Kilo knacken kann heute. Was, das ist eklig, ey. Immerhin keine Seife ausgeschissen. Da wurde sich ja schon gefragt, Tim, wieso ist da Seife drin gewesen in deinem Po? Das finden wir komisch. So, wie viel Kilo hat er gekackt? Was? Das war alles? Interessant. Das waren 100 Gramm AA. Wow, das finde ich den Hut wieder, den ich gerade weggeworfen habe. Das finde ich auch gut. Ganze Packen immer. Target engaged. Oh. Ja, wenn ich jetzt schieße, kommen sie wieder alle. Und ihr kennt ja meine Glüke. Dann liege ich hier wieder tot. Nochmal ein. Wow. Packen. Ein Packen AK-Munition. Gleich gibt's wieder lecker MRE.
Das ist ja nur ein Experiment, deswegen darf ich mir die auch hermogeln. Weil ich könnte noch eine Folge machen, wo ich MAE suche, aber ihr kennt mein Glück. Ich würde ewig lang für ein MAE brauchen. Das wäre einfach viel zu heftig. Eine SVD? Für die hatte ich auch Muni gefunden, ne? SWD, meine ich natürlich. SVD. Das ist auch gut. Ich habe zwar gar keine Waffe dafür, ne? Wo bist du gelandet? Da. Und da. Na? Ist so schwer. Das wird dann auch zu schwer sein, oder? Nö, komisch. Okay, passt aber echt nicht viel Gewicht rein in dem Ding, ne? So. White Boots. Oh. Ich weiß nicht, ein RS-Adapter. Ob der überhaupt noch irgendeinen Sinn macht hier im Spiel? Nein. Wie geil ist das denn? Ach, die hatten wir schon an. Geil. Wie geil ist das denn? Das ist der Oberteil. Ich habe mich ja verdreht. Das heute wieder so viel Input aufgesaugt in der Schule. Die ist außerdem in Dortmund, falls sich da einer dafür interessiert. Fast in der Innenstadt. Was? Ne. Katastrophe heute Morgen war, da hinzufahren, ne? Weil der Dortmund ist ja schon eine große Stadt mit fast. Haben die über 600.000 oder fast 600.000 Einwohner? Ist das schon eine sehr große Stadt? Die Berliner oder Kölner lachen natürlich mehr jetzt über mich, aber es ist schon eine riesige Ortschaft. Ne, das will ich nicht tauschen. Die Jacke müsste noch die. Steht das schon so doof? Alter. Das waren aber viele, ne? Wie das krass aussieht, ne? Ego. Bin Ego, Shooter Tim. Waren echt viele, ja, und hat ganze 5 Ruhpunkte gebracht. Nee, der muss sterben, der Arme. Der Charakter ist aufgelutscht, ne? Was soll man sagen? Irgendwann sind die wirklich aufgelutscht und dann kriegst du ja für nichts mehr Ruhmpunkte. Oh, muss wieder essen. Und zwar kann ich mir bestimmt 2 reinpfeifen. Nee, kann ich nicht. Bin ich schon überall? Nee. Ein Hunter, guck mal, wenn ich das suchen würde. Nope. M1 Rifle, Opa seine Lieblingswaffe, auch wenn es einen Bug hat. Tauschen oder nicht tauschen? Wir haben noch gar keine Munition für das M1 und keinen Ladeclip. Wäre also für den Nuss. Na. No. Aber 60 Schuss für die AK, ey. Auch wenn wir gar keinen AK hier haben. So. Fernglas kannst du behalten, Spiel. Aber wie oft wir schon den Airport durchsucht haben. Das ist halt ein Spot. Was war das? K98. Ja, wir zum Beispiel hier. Weil so ein paar, ja, Gaunern, die nutzen den Status Bambi aus, um halt als Bambi da rumzulatschen, haben aber eine Bauchtasche, die man ja in-game gar nicht sehen kann. Und da drin ist dann eine Pistole und ein Magazin oder einfach nur eine Waffe, eine geladene. Das ist schon eine Sauerei, muss ich sagen. Also fair ist das nicht. Ich glaube, das hat denselben Inhalt, oder? Nee. Sieht auch ein bisschen hübscher aus als dieser weiße Sportrucksack da.
Kann man eigentlich darauf klettern? Doch, kann man. Aber Zombies können darauf springen, glaube ich. Oh, guck mal hier. Ja, Regen, ne? Schönstes Wetter. Schönstes Wetter. Ob das eine gute Idee war? Er meinte mich. Oh. Ja, ohne Scope ist das echt schwer. Kein Bock mehr zu looten jetzt. Bin müde. MAE reinschrauben. Körpermasse? 94,9. Fettanlagerung 11 Kilo. Also es geht schneller. Also MAEs sind hier das Überfettfressen. Verbrennt zu viel Kalorien. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich will fett werden. Tschüss, ihr doofen Zombies. Ihr merkt das sowieso nicht, dass ich abhaue. Wer nach Hause. Oh. Target engaged. Ich dachte, da wären andere Spieler irgendwie unterwegs. Aber es war nicht der Fall. So, schön im Auge behalten. Ich will eigentlich gar nicht so joggen, so viel. Aber wir haben extrem, also nicht extrem viel, aber wir haben Fett eingelagert. Das ist mehr als vorher. Das ist MAE, einfach kalorienreich ohne Ende. Zucker bleibt auch stetig oben. Stetig. Kohlenhydrate. Wasser interessiert keine Sau, das macht die Fett. Fett, Fett. Ballaststoffe. Boah, wie viel, guck mal. Steigt sogar noch an. Eiweiß steigt, glaube ich, auch noch an. Na klar, das ist ja alles im Essen drin. Aber wenn ich jetzt nicht so weit laufen müsste. Zu Hause, schön, zu Hause rumpimmeln und essen. Einfach nur essen. Wie viel habe ich noch? Genug. Zuckerhaltiges. Aha. Verletzt ist er ja nicht. 91 Ausdauer? 90? Er verliert Ausdauer, der arme Kerl. Also es ist noch etwas Nahrung da. 28 Minuten, immerhin. Nein, der hat ein Kilo verloren. Hör auf. Ein Kilo und 100 Gramm. Oh, Mikrofon beinahe wieder umgeschlagen. Ja, ja. Dick werden. Und ich glaube, ich arbeite ja im Rettungsdienst und da isst er manchmal ziemlich schnell und ungesund, Fast Food und sowas. Da geht das irgendwie schneller mit dem Zunehmen. Also letztes Mal auf der Waage habe ich 88 Kilo gehabt. Das war nicht wenig. Ganz schön eine Plauze gekriegt. Aber sagen wir mal, wer rettet, verfettet. Was hast du denn an Munition? 6 Schuss? Das ist ja nix. Schön dick werden. Oh, das ist so krank, ne? Alles steht. Was ist KV? Das ist bei uns als Abkürzung für Körperverletzung. KV Ruhe, das ist das, was er verbraucht, ne? Wenn er Mittel, was sind wir jetzt? Wir sind langsam. Ne, wir sind Mittel. Wir verbrauchen so viel Kilokalorien. Schnell so viel. Also langsam Ruhe, so gut wie nix. Und das geht dann mehr ins Fett rein. Ja.
einfach mal ganz kurz stehen bleiben und gucken. Das ist das, was gerade genutzt wird, ne? So viel. Also dick werden, ich habe es in den Kommentaren gelesen, dauert lange. Ne, wir haben schon wieder, wir haben schon 200 Gramm abgenommen wieder. Hier, eben einmal hier reinschrauben. Was ist denn das Aktuelle? Ich schnall das einfach nicht. Der Rindereintopf ist verdaut. Ein Mannpackung Cheeseburger, 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 Cheeseburger. Das mal ungesund ist, dann weiß ich auch nicht. Ich will nicht stehen. Das ist zu anstrengend stehen. Wenn jetzt so einfach so Gewicht dazukommen würde, ne? Oh, 4 Stunden, 5 Stunden lebt er erst wieder. Na, ich glaube, wir werden so eine magische Grenze überschreiten, was das Gewicht betrifft. Und dann wird der schwabbelwabbelig. Aber bewegen ist halt Kacke. Bewegen ist unser Feind. Was ihm hier so auf dem Air fehlt, weißt du? Nicht, dass uns einer sieht und sniped. Einfach so rumsitzen. Na, wir sind ja fast zu Hause, ne? Tun wir uns den Gefallen. Und schauen uns dort mal um. Ja, wird regelmäßig auch ein Auto in der Garage gelegt. Oder gestellt, besser gesagt, für mich. Und mit vollgepackt mit Sachen. Ist immer gefilzt worden. Wie gesagt, da habe ich auch nicht rumgeheult. Ist halt so beim Spiel. Aber es nimmt letzte Zeit wieder sehr, sehr dolle Überhand, die Kriminalität hier. Und halt, dass die, ja, man kann halt einfach nicht viel mehr machen. Und das steht ein kleines Loch. Und ja, dann sind die anderen Spieler gelangweilt und dann gehen sie auf Tour, ne? Terrorisieren andere. Das führt dann zu Ärger und dann gibt's Krieg. 95,3. Ja, noch haben wir nicht gepinkelt oder gekackt oder so. Also einmal waren wir kacken. Blasenvolumen. Oh nein, die wird auch wieder voll. Wir finden aber lecker, sind eine Tanke auf dem Nachhauseweg. Naja, wir sind jetzt schon wieder 32 Minuten, aber für eine kurze Folge ganz schön lang. Was sagt er? Ja, ja, muss Pipi, 100%. Das ist Masse, die wir verlieren. Ich will keine Masse verlieren. Jetzt Flüssigkeit, aber egal. Sehr, sehr vernünftiger Puls und Blutdruck, ne? Für unsere mangelhafte Ernährung. Das wird noch umschlagen, glaub mal. 95,2. Habe ich jetzt wieder das abgenommen oder zugenommen? Mann! Mein Gedächtnis ist nicht so gut. Also sieht echt schön aus mit dem Sonnenschein hier und dem Wald. Ne? Also ist schon liebevoll gestaltet, die Map, finde ich. Viele verschiedene Pflanzen. Also es macht einen Waldeindruck einfach. Der Wald, was für eine Überraschung. Aber es kann halt nicht jedes Spiel bieten. 95,1, wir nehmen ab. Komisch, ne? Der frisst wie ein Tier da, ey. Und der nimmt auch noch Gewicht ab. Aber pinkeln und kacken, verbrennen, ist klar. Leichter Temperaturanstieg verspüre ich. Von 36 auf 36,8. Jeder Grad, also von 36,6 auf 37,6, müsste die Herzfrequenz 10 mal schneller, also um 10 Schläge erhöhen. Habe ich heute auch gelernt. Das wusste ich aber vorher schon, aber das hat man so vergessen, weil das einfach so unrelevant ist. Ne? Also jeder Grad mehr macht das Herz 10 Schläge schneller. Das ist bei Fieber halt so. Ne? Das merkt man ja, bei Fieber hat man eine hohe Frequenz. So, lernt man noch was bei Timmy. So, Handy lädt auch. Mein Autoradio kaputt ist, habe ich so einen Bluetooth-Lautsprecher. Dann läuft das Handy immer.
Verbraucht ganz schön viel Akku, sowas. Ein Radio dann auf dem Bluetooth-Lautsprecher anhören. WDR2. So, da sind die Tanke und der Shop. Ist ja nicht so, dass wir hier noch nie waren. Wir waren schon 1 Milliarde Mal gefühlt. Da ist irgendwas Orangenes. Ja, das ist die Mülltonne. Sieht halt sehr schön aus. Dann sind wir eigentlich schon so gut wie zu Hause, ne? Passt wieder. Nee, wir wollen nicht übertreiben. Das verdaut ja noch. 94,9. Wie gesagt, wir haben auch 1 Kilo Fett 0,1 Kilo Fett wieder extra jetzt eingelagert. Er lagert auf jeden Fall ein. Und das ist ja das, was ich machen wollte. Und das dauert auch. Ist ja völlig in Ordnung. Aber gleich wird halt einfach nur gesessen und ja, relaxed. Bei wem ist die Sitzbank? Gut, erstmal hier rein äugeln. Die neue Schrotflinte zum Beispiel habe ich noch nie selber gefunden. Ein Skropi. Ja, der muss Pipi. Wie viel aber nicht Pipi machen, dann verliert er wieder Gewicht. Eine Haarklammer. Achso, Spaghetti mit Fleischbällchen. Gut. Sehr gut. Was ist ein Zombie? Der nicht durch diese riesigen Fenster kommt. So komisch aus. Die Waffe hört sich seltsam an. Blei. Ja, immerhin Spaghetti gefunden, ne? Ja, der Schalldämpfer wird sich ja auch noch gewünscht, ne? Kriegen wir auch nicht. So, jetzt wird aber wieder was fällig, ne? 63%, sehr gut. Wenn du so viele MREs essen würdest, ich glaube, du würdest tot umfallen. Das kann kein Mensch, das kann keiner überleben. Da. Ja, ich muss Pipi machen. Oh, ist der Treppe runtergefallen. Der Arme. Das wird keiner überleben. Ach, guck mal, hier ist offen. Das heißt, er war vor kurzem einer. Kann ja nur 1 Stunde her sein. Das war, was er neu gestartet. Das erklärt auch, warum wir keine Panzerfaust finden. Und. Bing, 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 bing. Ja, dann auf nach Timmytown, wo noch einige leben. Wurde mir auch gesagt, also so an die 10 Leute leben da auf jeden Fall noch. Und dann werde ich mir noch überlegen, was wir so machen können, weil ich kann jetzt nichts Aufwendiges planen oder so. Ich muss tatsächlich ja lernen noch. Das ist schon eine Fortbildung, ich muss lernen. Und dann den morgendlichen Terror nach Dortmund zu fahren, von Recklinghausen nach Dortmund. Nur Stau, nur. Da muss ich 1,5 Stunden vorher losfahren, bevor das losgeht, damit ich da pünktlich ankomme. Das ist der Wahnsinn. Wenn ich das jeden Tag machen würde, oder müsste, würde ich kündigen. Wenn ich da arbeiten würde, das würde ich nicht aushalten. Das ist ja ein Stress, ne? Du immer im Stau stehen musst. So, was sagt mein Gewicht jetzt? 95,3. Ich weiß nicht, ob wir das E-Pause gegessen haben. Sieht geil aus, wenn man auf eine Stadt zuläuft. Aber ich habe heute frei, kann man ja so sagen. Bin ja jetzt noch. Für mich ist das ja, bis 17 Uhr ist das ja, ist ja super früh nach Hause. Normalerweise muss ich ja bis 8 Uhr morgens arbeiten. Was mit dem Baum? Der kriegt keine Texturen, das war's auch nicht. Ich mach kein Scheißspiel. Doch, jetzt hat er Texturen. Guck mal bei uns in der Garage. Habe ich die eigentlich mit 300 Fanpoints schon geclaimed jetzt? Oder habe ich das geträumt? Das habe ich, glaube ich, echt gemacht, ne? Das habe ich, glaube ich, schon gemacht. Ich hatte mir nur nie ein Schloss eingebaut.
gar keine Treffer. Jetzt habe ich aber nicht viel Munition. Das war nicht so klug. Timmy macht immer komische Fehler. Sperrangewalt auf meine Garage. Nee, ihr seht alle Häuser. Verdauen? Isa. Hab sie nicht aufgekriegt. Okay, kurzer Fenster ist ja wieder safe, ne? Boah, ist ja schnell, Alter. Alter, Judo-Kämpfer hier. Ja, musst du denn da in der Ecke jetzt stehen? Wie doof ist das denn? Veräppeln? Er ist ja aktiv. Hallo, bist du? Hört auf, euch zu verstecken. Klack rein, dein Verschluss. Hey. Sniper-Punkte. Na, wenn man schon mal hier ist, ne, dann kann man noch mal gucken, was es für Essen gibt. Mann, Gummiband. Christbaumkugel. Ich glaube, die werden die nie rauspatchen. Müssen sie auch nicht, warum auch. Aber die werden die wahrscheinlich nie rauspatchen. Oh, 62 Essen. Guck mal, die Patrone sieht man sogar. Und jetzt ist wieder 90, ja. Eingelagertes Fett 11,1 bleibt, ist immer noch gleich. Das ist aber unrealistisch, wie das aussieht. Nicht so schnell, hallo. Ich will keinen Marathon gewinnen hier. Also irgendwann können Zombies mit Sicherheit auch die Fenster klettern. Und dann wird das richtig gruselig hier. Ich darf nicht sterben. Ach, so Sperrangel weit auf hier. Ganz frisch wahrscheinlich gelootet worden. Ist ja alles offen. Und der Server ist halt eine Stunde her gestartet. Wenn dir irgendwas Interessantes gibt, dann kriegst du nicht. Schlagstöcke. Ist ja was. Da freut sich der Nächste. Ja, Mann. Der muss pipi. Crowbar. Und die Wüstenhandschuhe. Witzig, ne? Wenn ich hier suche, hätte ich ihn nicht gefunden. Wette ich mit euch. Das habe ich so schon zweimal gefunden. Aber die Wüstenjacke, ne? Ich muss ja gucken, ob ich noch eine auf Lager habe. Die wird mir noch gefallen. Aber ich bewege mich immer noch viel zu viel, sodass ich fett werden will. Aber wenn der sich bewegt, dann verliert er wenigstens Kalorien. Warum hat die Polizei eigentlich so viele Messer? Wunderschön. No items found. So, wo wohne ich? Boah, ein Berg. C3. Hm, scheiße. Das ist so weit. Ich habe keinen Bock, jetzt hier zu latschen. Dann wäre ich nicht fett. Direkt der Nachbar? So, ich bin daheim. Ne? Damit ihr auch Bescheid wisst, die Leute, die hier mitwohnen, ich bin wieder daheim. Ich mache manchmal so 2-3 Tage Ausflüge. Schau mal kurz. Ach, guck mal, schon wieder. Und leer. Schon lange keine Post mehr bekommen. Geknacktes Schloss hatte ich nicht, nö. Also bei mir geht keiner dran. Hier ist aber eine sehr seltsame Kiste. Die habe ich hier nicht hingestellt. Gebe ich jetzt echt zu. Reis, das macht er bestimmt auch dick. Onkel Pong Reis.
Reis ist eigentlich ganz gesund, ne? So. Ja, dann parken wir die mal zwischen. Was soll's? Haben oder nicht haben? Ja, würde sich das lohnen, hier zu rauben? Ich glaube nicht, ne? Guck mal, hier sind zwar viele Schuss drin, aber ich weiß nicht, ob das Ausrauben hier lohnen würde. Ich glaube es nicht. Oder? Findet ihr das jetzt sehr viel Munition? Also ich nicht. Ich habe nur damit nichts gemacht, ne? Ist das doofe. Ich habe hier so viel Muni, aber ich mache nichts damit. Viel zu viele Magazine, ey. Da ist die gute AK. Das ist schon ein bisschen was, ne? Kann man sich jetzt nicht so beklagen. So. Pistole. Alles voll. Oh. Da kommt einer mit. Bevor ich jetzt irgendein Magazin voll mache, keine Lust. Leer, 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 leer. Können wir eins voll machen für Nachladen. So, und währenddessen verdauen wir ja, ne? Wir bewegen uns ja nicht viel. Schrotze. Da, M1 habe ich noch. Sehr nice. So, der Rest ist ja Mampf. Was mit da rein? Was schleppe ich denn einen Hut mit? Was ist das denn? So, was sagt der Stoffwechsel? Oh, das ist ja fast ein verhungernder Kerl. Es. 95,4. 95,7. Und einfach nur nichts machen. Einfach nichts machen. Einfach nur pimmeln. Wer eine Waffe zwischengelagert hat? Gut, gut, gut. Die Wahl, da haben wir. Ich nehme mal das hier und die Päckchen raus. Stört ja auch so ein bisschen, ne? Hat er noch eins? Das ist voll. Volle nehme ich nicht raus hier. Habe ich noch Wahlmagazine? Hier sind noch mehr. Scheiße, nee. Vor allem leere. Zack. Na, ich würde mal wieder so. Weißt du, vielleicht gehe ich morgen mal wieder ein bisschen spazieren. Töte alle. Aber so viel darf ich mir auch nicht mitnehmen, weil ich den Löffel schon abgebe, dann habe ich den Salat. Da sind auch noch Schuss. Naja, sind auch genug. Sag, Munition habe ich. Das kannst du nicht leugnen. Aber ich habe keine Weste an, zum Beispiel. Ja, du gehst ja pipi machen, keine Sorge. So. Improvisierte Shotgun. Also eine schwarze Weste habe ich. Noch mal Katana, da ist es. Ich habe es wieder gefunden. Aber eine schwarze Weste. Die ist schon wichtig, ne? Eine Weste. Das gibt mir schon wirklich mehr Schutz. So. Und er sieht bulliger aus. Mischmasch-Soldat hier in seinen bunten Farben. Jetzt wollte ich irgendwas machen. Ich wollte mal eine Coke trinken wegen Zucker. Achte natürlich weiter aufs Gewicht. Keine Sorge. Wir lagern kein Fett ein. Das nervt. Habe ich denn hier noch die Möglichkeit, ein Schloss zu bauen, auch wenn es nur ein doofes Kupferschloss ist? Oder habe ich vielleicht noch ein Kupferschloss? Ich
Kein Schloss, auch eine AK. Oder ich habe wieder was übersehen. Ich habe nichts Schloss. Das ist schade. Mal testen. Das Spiel ist ja bekannt, dass es keine Bugs hat. Drink. Naja, du kannst das nicht füllen mehr, ne? Doch. Also eigentlich müsste jetzt die Dose voll machen. Das ganz schön lange dauert, finde ich. Wow, dort Dose voll machen lange. Und früher war das so, dass ja dann Cola wieder drin war, ne? Aber das Erfrischungsgetränk mit Karamellgeschmack. Karamellgeschmack. Steht jetzt nicht, dass das nicht Cola ist, ne? Wenn ich jetzt trinke und da wieder Cola steht, dann staune ich. Cola. Ich habe Cola herausgefüllt. Ich dachte, das geht nicht mehr. Schon lange nicht mehr dachte ich, geht das nicht. Man kann ja unendlich Colas haben. Komisch. Spiel, du machst mich verrückt. Ah, nicht klettern. Ja, das haben wir geclaimed. Ich bin mir fast sicher. Ja, das haben wir schon geclaimed. Wie gesagt, nur kein Schloss parat. Weil wenn ich mal wieder ein Auto habe, will ich es auch wirklich mal behalten, eine Zeit. Das wäre ja mal was, ne? Das wäre ja mal was. So, Garagenfressparty. ...91,6. Ja, Mann. Man pinkelt richtig viel, wetten. Boah, das hat er viel gepinkelt. Was denn jetzt? Das muss er kacken. Sicher, sicher. Wir machen erstmal alles hier. Der frisst ja auch wie ein Scheudrisch. Das ist klar, dass er kacken muss, ne? Aber wir zu viel, Alter. Bin ich sauer. Blasenvolumen 0, Darmvolumen, Dickdarmvolumen 70. Muss ja im Balance halten, ne? Die Kacke. 94,7. Wartet. Wow. 600 Gramm gekackt. 600 Gramm Öschi hingelegt. So, da kriegt er direkt wieder Hunger. Was ich äußerst seltsam finde. Eine Dose Katzenfutter kann er aber noch draufhauen, oder? Die habe ich nämlich noch nie gegessen. Arme Kerl. So, die Cola ist gleich weg. Hat natürlich wieder für ein bisschen Zucker gesorgt. Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett sollte eigentlich weiterhin ansteigen. Oder das Kohlenhydrate bei 1075 Ende. Also Eiweiß geht hoch. Fett bleibt gefühlt stehen. Overeating. 94,9. Ich habe jetzt kein Schloss, ey. Es ist schade. Also nicht so, was ich gesehen hätte. Noch nicht rennen. 54 Minuten. Kurze Folge.
hier. So. Dann werde ich mich jetzt hier hinflezen. Und hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Ne? Ich werde einfach nur ein bisschen essen. Ich esse das jetzt alles noch gemütlich auf, lasse das im Hintergrund laufen. Und guck mal, hier liegt eine Patrone, die auf einmal 5 sind. Gut, bis zur nächsten Folge.